Habt ihr schon einmal an einem Klee in der Wiese einmal einen Anfang gesucht und dann vorsichtig erzogen, wie lang die Wurzeln oder diese Ausläufer sind? Das ist Wahnsinn mit dem Klee. Jetzt bist du im Weg, ich wollte mal was zeigen, ne? Ja, also wir haben da in der Wiese tatsächlich nur Klee da gehabt jetzt. Und da habe ich jetzt wirklich drei da gezupft und gezupft. Das sind immer so dicke Stiele von dem Klee. Und wenn man den jetzt stehen lässt, der treibt immer weiter und weiter. Ich hab einmal so einen rausgezogen, der war bestimmt so lang. Und jetzt sagen natürlich manche von euch wieder, ein Klee lässt man doch stehen, das ist doch so schön. Das stimmt, mir gefällt das auch. Ich hätte auch gerne den Klee da. Aber erstens, wir laufen barfuß rum und sobald der Klee blüht, sind die Bienen da. Und ich kann auch nicht auf die Bienen drauftreten. Ich habe ja für die Bienen genug andere Sachen im Garten, wirklich viel. Und in der Wiese, da will ich es dann eben nicht so haben. Die Hunde sind da, die schnappen dann nochmal nach den Bienen. Die wollen spielen, ja. Aber das ist ja gefährlich dann auch wieder. Das kann man einfach nicht machen. Also, auch wenn man, wie gesagt, barfuß läuft, ne? Wir laufen alle barfuß im Garten. Jetzt habe ich natürlich Schlappen an, ja. Ja. Was man jetzt da machen kann mit dem Klee, weil es gibt zwar so mit Chemie immer was, Rasendünger mit Unkrautvernichter oder Unkrautvernichter mit Rasendünger. Das habe ich vor ein paar Jahrzehnten habe ich das einmal gehabt, hat wirklich gut geholfen. Das ganze Unkraut war kaputt und der Rasen ist gekommen, aber das würde ich nicht mehr machen, ne? Und geht auch gar nicht mit den Hunden, ist ja klar. Ne? Ja, und jetzt habe ich letztes Jahr schon einmal habe ich das gemacht, habe ich auch den Klee rauszupft. Also ihr müsst euch vorstellen, das ganze Stück war jetzt wirklich, es war Klee. Schade, dass ich es nicht fotografiert habe. Und ich sammle ja immer den Kaffeesatz. Der wird getrocknet und den Kaffeesatz, den streue ich jetzt auf den Klee drauf. Wenn man das so alle Woche einmal macht, dass man draufstreuen, nicht zu dick, immer wieder alle Woche draufstreuen und gleich draufgießen. Ja, ne? Gleich draufgießen. Oder wenn es regnet, braucht man nicht gießen, aber das muss sofort nass gemacht werden, dass das schön einwirken kann dann, dass es reingeht in den Rasen. Dann ist das erstens ein Dünger für den Rasen und zweitens, der Klee mag den Kaffee nicht, also den Kaffeesatz. Und dort kann man in Klee einigermaßen bekämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass man das, wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, dass jetzt der Klee plötzlich verschwunden ist. Das ist nicht der Fall, das sage ich gleich. Ja, naja, ja, ja. Ja, aber man kann den zumindest eindämmen damit und irgendwann wird es immer weniger, aber man muss das wirklich oft machen. Und das habe ich jetzt, ich seht ihr da, ich habe wieder gesammelt. Der Andi sammelt auch immer Feste mit in der Arbeit. Hier, ja, ist aber jetzt nichts für euch. Und das streue ich dann eben, ja, jetzt kann ich es schlecht machen, ne? Weil die sind schon wieder neugierig da. Einfach so drauf, muss nicht so dick sein, weil man macht ja das dann jede Woche einmal, ne? Und da dann gleich drauf gießen. Das schwemmt dann ein. Und ja, es dauert, aber zumindest eindämmen kann man es. Ne? Und ich habe jetzt da so viel rausgezupft, ich habe mir gedacht, ist noch besser, wenn man schon vorher viel Wurzeln rausholt. Ne? Dass dann auch ein wenig besser ist und ein wenig schneller geht und vielleicht auch der Rasen wieder besser nachwächst. Ja, aber was ich noch sagen will, der Kaffeesatz ist ja auch ein wenig ein Unkrautvernichter, kann man sagen. Aber ihr kennt ja den Sauerklee auch. Der Sauerklee, das ist eigentlich eine schöne Pflanze. Ne? Den gibt es in Grün, ein richtig schönes Grün. Und dann hat er so kleine gelbe Blüten dran. Und dann gibt es den in so lila. Und die Blätter, so lila sind die und die blühen auch gelb. Und die gefallen mir eigentlich unheimlich gut. Aber die, wenn man halt einmal im Garten hat, das vermehrt sich wahnsinnig. Und was das Schlimmste ist, wenn man das mal rauszupfen will, die Wurzel, die geht senkrecht rein und die ist ziemlich lang immer, bis man die rausbringt. Weil sobald man ein Fitzerl drin lässt,
dann wächst es schon wieder nach. Ne? Oder wenn die Blüten, wenn das verblüht, der Samen, der springt gleich umeinander und überall hat man dann den Sauerklee. Und das ist eben das Dumme in einem Garten, das ist nichts. Ne? Und den darf man nicht mit dem Kaffeesatz behandeln. Weil der Sauerklee, der macht ganz saure Erde und der Kaffeesatz macht ja das sauer. Und da wird er noch schöner und wächst doch kräftiger, das Sauerklee. Und das wollen wir ja dann nicht. Ne? Also nur den Klee, den normalen Weißklee, der im Rasen wächst, mit dem könnt ihr das machen und könnt es ein wenig eindämmen. Und vielleicht habt ihr Glück, dass er es sogar ganz wegbringt. Und vor allem der Rasen, das ist ein Rasendünger, ganz umsonst. Ne? Ob man das jetzt auf den Kompost tut oder ob man es da herstreut, braucht man keinen Rasendünger kaufen. Ne? Ja. Den Tipp wollte ich euch einmal geben. Und wenn jetzt dann die Hunde wieder weg sind, dann mache ich das und gieße gleich drauf und morgen passiert dann nichts mehr. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video und auch den Newsletter könnt ihr operieren. Den Newsletter könnt ihr abonnieren. Ja, und bis zum nächsten Video dann. Tschüss, eure Katharina.